Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa. Das Leben, das wissen Sie alle, ist voller Widersprüche. Mein heutiger Gast ist so eine Art Vorzeige-Internet-Generations-Archetyp, der Vorzeige-YouTuber. Er bespielt seine sozialen, medialen Kanäle wie kein anderer. Und trotzdem, oder gerade deswegen, schreibt der Mann ein analoges Buch. Herzlich willkommen, Le Floyd. Hallöchen, guten Tag. Le Floyd alias Florian Mund. Jetzt fragen sich natürlich viele tatsächlich, also ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, der YouTuber Le Floyd schreibt ein Buch, warum? Das ist einfach nochmal irgendwie ein Stück was Besonderes. Also ich meine, das Medium Buch als solches ist immer was Handfestes, ist immer was zum Anfassen, ist was jeder nachvollziehen kann, was auch meine Großmutter auf jeden Fall versteht, die bis heute nur so rudimentär weiß, was ich beruflich mache. Aber wenn du sagst, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben, dann ist das bis heute generationenübergreifend immer noch so ein Ohoho, nicht schlecht. So, wenn du jetzt sagst, guck mal, ich habe 10 YouTube-Videos gemacht, ist das so ein Wett? Verstehe ich nicht. Ja, und für alle, die das sagen würden, dieses, ne, verstehe ich nicht, vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben. Also ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wir sind ja hier auch in der Buchmesse in der Zielgruppe unterwegs, die nicht nur deine Kanäle abonniert hat und sich dann fragt, der Mann verdient damit so viel Geld, so viel Geld, dass er sich tatsächlich ein eigenes Haus kaufen kann mit Anfang 30. Also deine Jobbeschreibung in einem Satz? Ich bin ganz grob runtergebrochen, ganz normal Medienschaffender auch, nur eben etwas facettenreicher. Also ich bin Autor, Lektor, Cutter, Regieassistent und Beleuchter, eben alles in einem gewesen. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen professionalisiert einfach, aber ja, Medienschaffender würde man sagen oder auch Mediengestalter, Videoproduzent. Und wir wollen auch nicht vergessen, für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht so einordnen können, du bist auch preisgekrönt, Grimme Online Award hast du, Webvideopreise. Du hast mal die Kanzlerin interviewt, du hast vor allem, um auch mal die Größe klarzumachen, ich glaube, mehr als 4 Millionen Abonnenten auf insgesamt, den verschiedenen Kanälen. Das heißt, 4 Millionen Leute, die einigermaßen regelmäßig deine Clips anschauen. Ja, ungefähr. Ist das für dich noch eine Sache, wo du sagst, da kriege ich Lampenfieber, wenn ich das höre? Oder hast du dich einfach so dran gewöhnt, dass du sagst, naja, komm, ob es jetzt 4 oder 8 Millionen sind, ist auch egal. Das ist ja nur eine Zahl. Ich habe mehr Lampenfieber, wenn ich jetzt hier vor Leuten sitze, die ich tatsächlich sehe, als... Die gucken aber alle recht freundlich noch. Ja, momentan. Da bin ich auch sehr froh drüber. nee, aber tatsächlich ist das hier natürlich dann, was Lampenfieber angeht, aufregender, als ein Video hochzuladen, weil da kommt das Feedback höchstens in Kommentarformen. Mhm. Eben auch sehr schnell, sehr direkt, aber eben wirklich nur in Kommentarform. Und es ist und bleibt im Endeffekt nur eine Zahl. Niemand kann sich eine Millionenzahl an Menschen vorstellen, davor zu stehen oder davor zu sprechen. Das findet im Kopf auch so nicht statt. Man ist dann öfter mal sehr überrascht, wie viele Kommentare und dann dementsprechend man irgendwie bekommt. Ja, aber auch das ist eine Sache, wo ich mich nach über 10 Jahren, was ich das jetzt mache, auch daran gewöhnt habe. Und offenbar ist es ja jetzt, um zu deinem Buch zurückzukommen, ist es ja so ein bisschen en vogue, dass auch junge Männer Autobiografien rausgeben. Das ist ja so eine Art Autobiografie. Ich musste so ein bisschen an Jens Spahn denken. Der hat ja auch gerade eine Biografie veröffentlichen lassen. Du hast jetzt quasi das, also wer es noch nicht gelesen hat, das ist ein Interviewbuch. Das ist eigentlich wie ein ganz langes Interview. Genau, quasi transkribiert dann. Genau. Warum diese Form? Warum hast du dich nicht selber gesagt, Mensch, ich will mich jetzt an den Schreibtisch setzen und alles aufschreiben, was ich wichtig finde? Das ist insofern gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich ganz, ganz lange darüber nachgedacht habe, wie man sowas überhaupt schreiben könnte. Weil in erster Linie ging es mir darum, so ein paar Fragestellungen, die vielleicht jemand irgendwie in meinem Alter oder der ein bisschen jünger ist, einfach so in meiner Zielgruppe irgendwie auch lebt, die der sich vielleicht auch stellt, wie man damit umgeht, was man so für persönliche Erfahrungen gemacht hat, einfach mit verschiedenen Themen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn du schon die ganze Zeit dir überlegst, wie kommst du so um diesen Begriff Fragestellungen drumherum, dann mach's doch einfach, dann arbeite doch damit direkt und dann mach's doch eben als Interview, ja, mach das doch. Dann habe ich halt mit dem Tommy zusammengearbeitet, was ein ganz, ganz großer Spaß war. Und im Endeffekt, ja, scheue ich den Begriff Biografie immer so ein bisschen tatsächlich, weil ich find's fast vermessen, mit 31 von einer Biografie zu sprechen. Mhm. Aber ja, also im Prinzip
ist es das geworden? Und da habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das jetzt mit also machen wir das, also, da war ich ja 30, als es rauskam. Dann haben wir noch Platz für einen zweiten Teil. Offenbar, ja. Und es ist ja schon, also es ist natürlich auch irgendwie eine Biografie, weil es natürlich alle Bereiche deines Lebens eigentlich betrifft. Also du erzählst ganz viel über dein YouTube-Dasein, du erzählst über die Gesellschaft, in der du lebst, du erzählst aber auch über deine Familie, über Höhen und Tiefen deines Lebens. Also offenbar hast du ja auch das Gefühl gehabt oder der Verlag das Gefühl gehabt, dass es Menschen gibt, die das interessieren können. Ja, es schien beim Pitch spannend genug, könnte man sagen. Nee, tatsächlich. Es hat auch großen Spaß gemacht. Auch für einen selber kann ich tatsächlich nur empfehlen. weil man unglaublich viele Sachen reflektiert und nochmal über Sachen tatsächlich nachdenkt, ins Gespräch kommt, die man seit 10 Jahren irgendwo in einem ganz dunklen Eck irgendwie verbuddelt hatte. Und das hat nicht nur, aber zu großen Teilen wirklich Spaß gemacht, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und das Ganze vielleicht auch nochmal aus einem nun etwas, ich sag mal nicht reiferen, aber älteren Betrachtungswinkel heraus nochmal irgendwie zu beurteilen. Ja. Und was war das zum Beispiel? Also was 10 Jahre lang in der dunklen Ecke schlummerte? Das sind so immer die Sachen, die man sich selber nicht eingestehen will. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass es gerade meine Schulzeit betreffend so war, dass ich halt die Wahl hatte zwischen total versumpfen und quasi ohne Abschluss irgendwas zu machen oder tatsächlich mich endlich mal zusammenzureißen und versuchen, noch ins Abi reinzukommen. Und das war tatsächlich eine Entscheidung, die war so eine Ex- und Hop-Entscheidung. Damals wollte man sich das natürlich nicht eingestehen. Heute muss man sich tatsächlich einfach, oder muss ich mir einfach eingestehen, ja doch, also man hätte diesen Gedanken durchaus schon früher haben können, hätte einiges leichter gemacht. Wenn du, welcher Gedanke war das nochmal genau? Den habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Ich hatte sehr, 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 sehr viele Fehlstunden und dementsprechend schlechte Noten. Und das war eine reine Motivationsfrage tatsächlich. Und eine reine, ja, das war relativ unsinnig. Also. Ja gut, auf der anderen Seite bist du natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Schule mehr oder weniger kurz vorm Versagen steht, es dann gerade noch so schafft, die Kurve, und dann am Ende das macht, was einem offenbar Spaß macht und damit sogar Geld verdienen kann oder mindestens sehr gut davon leben kann. Was ja Zufall war. Eigentlich habe ich ja Psychologie studiert. Das mit dem YouTube war ja eine Sache, die nebenbei stattgefunden hat. Dass das überhaupt mal zu einem Beruf werden kann, war ja damals noch völlig utopisch. Also die Möglichkeit, sich damit zu finanzieren, gab es ja viele Jahre gar nicht. Dann lass uns doch mal ganz kurz das vielleicht mal so kurz überblicken. Also du hast angefangen, Sachen online zu stellen, bevor es dafür Geld gab. Ja. Und irgendwann gab es dann dieses Monetarisierungsmodell von YouTube und damit ging dann so das Erste los. Wann wusstest du, oh, das könnte gerade ein bisschen mehr werden als ein Hobby? Das war relativ konkret. Wie gesagt, ich habe noch studiert. Psychologie und Rehabilitationspädagogik in Berlin und hatte, wie man das halt ganz normal, hatte einen Studentenjob dann im Einzelhandel und habe dann nebenbei noch YouTube gemacht halt und dann kam eben die Monetarisierungsoption und dann habe ich Weihnachten, also zur Weihnachtszeit, wo es im Einzelhandel in Berlin richtig viel Spaß macht, 2014 festgestellt, okay, jetzt ist es soweit, dass ich mit dem YouTube-Kram genauso viel Geld verdiene wie mit meinem Studentenjob im Einzelhandel. Das Problem ist aber, ich kriege alle drei Sachen nicht mehr unter. Mhm. Also Studium, YouTube und Nebenjob war an dem Punkt dann nicht mehr machbar. Und dann habe ich überlegt, okay, komm, dann hoffst du, wenn es nicht klappt, kriegst du halt wieder irgendwo einen Studentenjob, das wird schon irgendwie hinhauen, aber du versuchst es jetzt mal. Und konzentrierst dich mal mehr auf diese Internetschiene, guckst mal, ob das tatsächlich so weiterläuft. So war ja damals auch nur so der Nebenbeigedanke, aber war halt cooler als der Studentenjob, den ich hatte. Ein paar Jährchen später sind wir hier. Ein paar Jährchen später, ja. Damals zum Glück richtig abgebogen. Ich bin bis heute sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja. Und du hast damals die richtige Entscheidung getroffen tatsächlich, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Aber du sagst auch, und das ist ja ganz interessant, weil du bist ja gesellschaftskritisch, sagen wir mal, Politik und man, also heutzutage ist das Wort ein bisschen verbraucht, aber du bist auch elitenkritisch, gesellschaftskritisch, sozialkritisch unterwegs. Gleichzeitig sagst du, du bist bei einem einzigen Global Player in dem Bereich ausgeliefert. Ja. Und dessen solltest du dir
du dir selbst bewusst sein? Also wie lebst du mit dem Widerspruch, dass du zu einem Großkonzern, der Datenkrake, den Google-bösen Menschen gleichzeitig, sagen wir mal, kritisch gegenüberstehst und gleichzeitig von denen dein Geld kriegst? Ich nehme natürlich das Recht raus, den Konzern trotzdem zu kritisieren an jeder Stelle, wo es Sinn macht. Das ist absolut richtig. Worum es mir an der Stelle tatsächlich eher geht, ist, dass ich mir bewusst sein muss, dass ich der Willkür eines Konzerns ausgeliefert bin, der aber in hohem Maße lange Zeit für meinen Lebensunterhalt verantwortlich war. Das heißt, wenn YouTube seine AGB ändert, seine allgemeinen Geschäftsbedingungen und sagt, was jetzt vor einiger Zeit passiert ist, wir konzentrieren uns mehr auf den familienfreundlichen, vermarktbareren Content, dann kommt es halt sehr oft vor, dass bei mir Videos, die sich mit kritischen Themen, sei es Krieg, sei es Politik, sei es Rechtspopulismus, die sich mit solchen Themen eben befassen, wo YouTube für sich entscheidet, nee, das sind Themen, die sind für uns so kritisch, die schalten wir ab 18 beispielsweise oder die monetarisieren wir einfach nicht. Das heißt, du verdienst dann in diesem Falle mit einem Video kein Geld, hast keine Möglichkeit, da mit jemandem Auge in Auge zu sprechen, darüber zu diskutieren. Dieser Diskurs findet nicht statt. Und, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit auf gewisse Weise. Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, würde YouTube jetzt sagen, weil sie sagen, das Video ist ja online, du kannst ja sagen, was du möchtest. Du kannst dann damit allerdings kein Geld verdienen. Dieses Recht behalten sie sich vor und sagen halt, nee, das vermarkten wir nicht, das empfinden wir als zu kritisch, das wollen die Kunden nicht. Das ist ja auch so ein Zusammenspiel, man darf den schwarzen Peter ja nicht nur YouTube zuspielen, sondern auch die Kunden, die Werbung schalten, sagen, wir möchten nicht bei so kritischen Inhalten möchten wir nicht unsere Werbung drin haben, damit möchten wir nicht identifiziert werden. Aber das ist halt eine Sache, darauf kannst du dich eben nicht allein verlassen. Du bist dieser Willkür eben ausgesetzt und nun bin ich über 30, nun weiß ich, dass es so auch nicht mehr ewig weitergeht. Klar, es wird immer ein paar Formate geben, die ich noch lange, lange Zeit machen kann, aber trotzdem muss man halt schauen, was man außer diesem YouTube-Kosmos eben sich noch erarbeiten, noch aufbauen kann. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe mit wahnsinnig tollen Kollegen eine Agentur gegründet, schon vor 2 Jahren. Und wir haben jetzt gerade eine Produktionsfirma noch, sind wir gerade in Gründung. Und schauen wir mal. Ich glaube, das wird für mich sehr viel Arbeit in den nächsten Jahren hinter der Kamera wieder. Und das bedeutet, das ist dein Plan B? Ja, es ist nicht der Plan B, es ist die Weiterführung von Plan A. Okay, das heißt, du produzierst dann mehr und mehr dich selbst und vielleicht auch noch andere Leute. Ja, und wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel Spaß am Schreiben und was auch so Screenscripts angeht, solche Geschichten halt, was den Kurzfilmbereich angeht und da sehe ich mich so in den nächsten 4, 5 Jahren verstärkt. Du hast geschrieben in deinem Buch, wenn du provozierst, bezogen auf YouTube und im Wald eine Leiche filmst, dann haut dich der Algorithmus auf Platz 1 der YouTube-Trends. Sprich, umso mehr Scheiße du baust, umso lieber hat dich der Algorithmus. Ist das tatsächlich so? Was bedeutet das? Es ist tatsächlich so, das liegt aber tatsächlich eher daran, dass der Algorithmus von YouTube noch bestimmte Dinge mit berücksichtigt. Das heißt, wenn du ein Video hast, das wahnsinnig umstritten ist, das dementsprechend aber viel, wie man so schön sagt, Social-Media-Buzz generiert, also was von jeder Online-Zeitung, von jedem Verlag, von jeder Zeitung, die online publiziert, eben aufgegriffen wird, was in jeder Überschrift zu finden ist, was dann auf Spiegel Online, Bild, Welt, Zeit, Taz, sonst wo, überall steht, dann erkennt natürlich aufgrund der Search Engine Optimization, von der man immer so gerne spricht, der Google-Algorithmus, das wird wahnsinnig viel gesucht, eben weil es strittig, provokant oder komplett daneben ist. Und dementsprechend, wenn dazu eben Videos mit den dementsprechenden Titeln stattfinden oder eben das Video, um das es im besten Falle selber noch geht, das wird dann natürlich sehr weit oben gerankt und wird umso mehr Zuschauern vom Algorithmus eingespült. Und ärgert dich das, der du ja eigentlich nicht so sehr auf Leichen im Wald setzt? Das ärgert mich natürlich, weil ich finde, dass das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, was du da ansprichst. Ein US-YouTuber, Logan Paul, war in Japan, hat da jemanden gefilmt, der sich kurze Zeit vorher erhangen hat. Ist damit so despektierlich umgegangen, wie man damit nur umgehen kann. Hat daraus eben Profit geschlagen, was ich absolut abartig finde. Und dann finde ich es wirklich schade, dass da nicht händisch eingegriffen wird und dass solch ein Verhalten auch noch tatsächlich auch monetär dann belohnt wird. Haben wir... Entschuldigung. Zu viel Wasser. Haben wir denn, ich musste kurz brechen bei der Geschichte, haben wir denn
überhaupt eine Chance? Also wir haben ja diverse Versuche vom ehemaligen Justizminister Maas damals noch, der versucht hat, irgendwie die Kontrolle wieder zurückzuerlangen, um die großen Konzerne irgendwie an die Kandare zu nehmen, was das Internet anbelangt. Wie schätzt du die Lage ein? Du kennst dich ja nun wirklich ziemlich gut aus auf allen Seiten, hast auch mit Politikern schon zu tun gehabt. Also haben wir als Staat, als Gesellschaft eine Chance, sagen wir mal, in die richtige Richtung wenigstens hinzuwirken? Oder müssen wir sagen, komm, lass gut sein, wir machen einfach, was die wollen? Ich glaube, ich habe manchmal die Hoffnung, dass sich das Ganze so ein bisschen selbst reguliert. So, dass die Leute irgendwann so dieser kompletten Digitalisierung überdrüssig werden. Andererseits muss ich dazu sagen, dass ich vor kurzem von dem Herrn Marc-Uwe Kling das Quality Land endlich mal lesen konnte, wo ich mich persönlich ganz oft dabei erwischt habe, dass ich dachte so, das ist aber utopisch, um im nächsten Moment zu denken, nee, ist es gar nicht, verdammt. Du musst kurz ein bisschen Hintergrund liefern für alle, die es noch nicht kennen. Es geht im Prinzip darum, dass Konzerne, also bei Quality Land, bei dem Buch, geht es darum, dass Konzerne komplett alles ersetzt haben, wirklich. Also Algorithmen bestimmen, wofür du dich interessierst, liefern es, ohne dass du es bestellen musst, direkt zu dir nach Hause. Du bist komplett gefangen in verschiedenen Filterblasen. Es gibt keine Nachnamen mehr, sondern nur noch Berufsbezeichnungen. Also in diesem Fall würde ich dann Florian YouTuber heißen, du wärst Jo-Moderator. Mhm. Ja. das ist natürlich eine Utopie oder eine Dystopie, müsste man es eigentlich nennen, so wie es da geschildert wird, die aber so nah, auch wenn sie einen satirischen Charakter hat, so nah an unserer heutigen Welt ist, dass ich mir dachte so, oha, wir bewegen uns ja dahin. Filterblasen, soziale Netzwerke bespielen uns nur noch mit Inhalten, für die wir uns ohnehin interessieren. Das heißt, sie nehmen uns die Möglichkeit, oder beziehungsweise sie schränken viele Menschen in der Möglichkeit ein, über einen bestimmten Tellerrand einfach hinaus zu blicken, sind wahnsinnig daran interessiert, Menschen in bestimmten Gruppen zusammen zu pferchen, eben weil das leichter vermarktbar, besser skalierbar, besser messbar ist einfach, weil Daten nun mal auch mittlerweile eine Währung geworden sind. Und das ist eine Sache, die ich gefährlich finde, und das ist aber eine Sache, glaube ich, wo es wahnsinnig schwer wird, wenn nicht jeder für sich entscheidet, so mal sich ein bisschen wieder rauszuziehen aus dieser ganzen Social-Media-Blase, was ja nicht nur sogenannte Influencer betrifft, sondern wirklich jeden, der einfach, weiß ich nicht, seine 20, 30 Minuten am Tag irgendwie auf Facebook, Instagram und Co. verbringt. Und dazu kommt dann eben auch, dass wir ausgeliefert sind, was komplett auf uns persönlich zugeschnittene Werbung angeht und so weiter und so fort, weil die Leute immer noch zu bequem sind, Services zu nutzen, die eben sowas unterbinden. Das heißt aber im Endeffekt, haben eigentlich verloren. Also wir steuern jetzt auf das nächste Jahrzehnt noch nicht, der Unmündigkeit. Ich glaube, wir sind so in den nächsten 5 Jahren, befinden wir uns an so einem Scheideweg tatsächlich. Und du sagst, die einzige Lösung, die wir haben, ist zu sagen, jeder Einzelne muss sich selber rausziehen und das Handy mal weglassen und den Googles und Facebook nicht so viel Macht geben? Ich glaube aber, jeder Einzelne muss sich wieder mehr bewusst werden, dass das Internet zwar ein Teil des Lebensraums ist, aber nicht sämtliche oder allzu viele andere Bereiche unseres Lebens einzunehmen und zu verdrängen. Und hat die Politik eine Chance? Können Gesetze etwas helfen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, gesetzlich lässt sich das nur schlecht bis marginal einfach regeln, aufgrund dessen, dass Konzernstrukturen es eben zulassen, dass entweder zu viel Zeit einfach verstreicht oder man sagt, es ist einfach deshalb nicht managebar, weil es für jedes Land einzeln reguliert werden müsste und dann der Firmensitz wieder eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass man auf individueller, sozialer Ebene doch größere Chancen hat, durch Aufklärung beispielsweise und vor allem Medienkompetenzbildung im Schulalltag schon, was immer noch nicht stattfindet, was ich katastrophal finde. Ich glaube, dass das wichtiger ist, weil wirklich politische Regularien zu schaffen dafür ist also fast ein Ding der Unmöglichkeit, möchte ich jetzt in meinem pessimistischen Bild, was ich dazu habe, so sagen. Bevor wir jetzt, wir sind ja schon gleich am Ende, bevor wir jetzt hier ganz pessimistisch rausgehen, erstmal die Frage an unser Publikum. Wir haben, glaube ich, Zeit für so 1 bis 1,5 Fragen. Wenn jemand eine Frage hat, gerne mal überlegen, da komme ich gleich dazu. Da hinten ihr seht so ein bisschen aus wie Fans, die bestimmt Fragen haben. Also wenn jemand Lust hat, ich komme gerne mit dem Mikro mal vorbei, da könnt ihr auch mal eine Frage stellen, wenn ihr oder sie Lust habt.
reden wir doch mal über die schönen Seiten noch mal ganz kurz des Lebens. Nachdem du deinen großen Stresszusammenbruch hattest, das beschreibst du in dem Buch auch sehr offen und ehrlich, wo du sagst, ich hatte ein mieses Jahr, in dem ich durch die Welt gejettet bin und eigentlich von außen betrachtet dachte ich so, da stellt sich der Junge aber ganz schön an, er ist um die Welt gejettet, hat die Welt gesehen, aber irgendwie lief es dann trotzdem nicht gut. Warum nicht? Was war falsch? Hast du nicht gerade gesagt, wir wollten optimistisch raus? Ich will, ja, optimistisch, weil das Produkt ja am Ende vielleicht ganz gut geworden ist. Das stimmt. Nee, das ist eine Sache, es wird halt vieles entzaubert tatsächlich durch zu viel Wiederholungen. Und während man beim ersten Flug in ein fremdes Land noch total euphorisch ist und sich wahnsinnig darüber freut, ist es dann beim 60. eher leidig. Plus, dann war letztes Jahr relativ anstrengend. Es hat sich ja lange, lange Zeit gezogen und dieses Projekt hat sich halt so lange gezogen, dann wurden meine Kinder geboren, ich war so gut wie nie zu Hause, war vertraglich gebunden, war ständig im Ausland und das war halt wirklich eine Sache, die ist für eine Beziehung nicht sonderlich einfach, die ist für einen selber nicht sonderlich einfach und wenn man ständig nur für 15 bis 20 Stunden in irgendeinem Land verbringt, in Abu Dhabi aufwacht, aber nicht schnallt, dass man ja eigentlich schon in Seoul in Korea sein sollte oder war oder vielleicht morgen erst ist, das war wirklich eine Grenzerfahrung, die viel Schönes mit sich gebracht hat. Ist ja eine Dokumentarreihe auch entstanden, die jetzt läuft, auf die ich auch sehr stolz bin, aber die mir wirklich gezeigt hat, dass das so genau die Schwelle war, wo ich gesagt habe, okay, das wird definitiv zu viel gerade. Also man muss dazu sagen, es ist eine Dokumentarreihe rausgekommen, die man jetzt auch schon sehen kann. Ja. Ne? Die erste Folge ist, glaube ich, sogar kostenlos auf YouTube zu sehen. Und da warst du um die Welt herumgereist und hast Christine Lagarde getroffen vom IWF, hast ganz viele schlaue Menschen getroffen, warst in armen Ländern, in reichen Ländern, hast Vergleiche und hast so ein bisschen Le Floyd erkundet, die Welt von heute. Kann man als Motto so ein bisschen drüber schreiben, glaube ich. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr spannend, das meine ich damit. Das ist eigentlich was Schönes bei rausgekommen, nachdem du aber, du sehr hart kämpfen musstest. So, ich hab vorhin gefragt, gibt es Fragen? Mal kurz die Hand heben, ich komme schnell runter. Ja, da ist eine Frage. Eine Frage, eine Antwort. Bitteschön. Wie heißen Sie denn? Olaf Kurznitz. Sie haben gesagt, Sie haben wahnsinnig viel Spaß am Schreiben, wenn Sie nicht gerade YouTube. Gibt es einen idealen Schreibort für Sie, wo Sie das machen, wenn Sie nicht zusammen mit einem Tommy Krappweiß arbeiten? Einen idealen Schreibort, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich klassisch. Ich habe tatsächlich einfach ein Arbeitszimmer, wo ich viel schreibe, weil ich zumindest versuche, Freizeit und Arbeit auch räumlich so halbwegs zu trennen. Oder eben im Büro, wobei das schwierig ist, weil da sitzen dann noch drei Chaoten mit mir zusammen in einem Raum, was dann oft darin ausartet, dass man viel zu viel zusammenschreibt und da dann ganz schnell das Sprichwort viele Köche verderben den Brei wieder zum Tragen kommt. Aber sonst bin ich da wirklich ganz klassisch. Ich mache die Tür hinter mir zu, sitze in meinem Arbeitszimmer und fange da an, dann in die Tasten zu hauen tatsächlich, ja. Jetzt müssen wir am Ende, ich wurde von vielen Leuten darauf angesprochen, dass ich das fragen muss. Und da denkt mir dann immer, diese Frage ist so leicht und billig und naiv. Aber zumindest umschiffst du die Frage auch in deinem Buch, nämlich, wie wird man so wie Le Floyd? Wann kann ich mit YouTube Geld verdienen? Ich weiß, du gibst keine richtige Antwort, aber zumindest muss ich die Frage einmal gestellt haben. Das ist auch schwer. Ich würde tatsächlich sagen, man sollte es, also erzwingen funktioniert eher schlecht tatsächlich. Mhm. Es ist eine Sache, die man definitiv als Hobby anfangen sollte, einfach um sich selber genug Zeit zu geben, sich selber zu hinterfragen, was möchte ich tatsächlich eigentlich machen, womit kann ich mir vorstellen, mit welchen Inhalten mich lange, lange Zeit konstant auseinanderzusetzen. Wie sehr ist es eigentlich vereinbar für mich, was die Kontinuität angeht, die Regelmäßigkeit von Video-Uploads, das Finden neuer Themen beispielsweise, wie viel Zeitaufwand steckt pro Format im Schnitt, in der Postproduktion generell wie ist überhaupt das Interesse für die Sparte, die ich mir vielleicht ausgesucht habe bei der Zuschauerschaft und so. Und das sind Sachen, das sind Prozesse, die locker 2, vielleicht 3 Jahre eher in Anspruch nehmen, in denen man das Ganze wirklich experimentell für sich als Hobby erstmal auch selbst verorten sollte, bis man mit dem Gedanken spielt, zumindest wenn man so Selfmade-Gedanken spielt, das wirklich komplett zu professionalisieren, weil dann ist es tatsächlich einfach so. Dann ist man Medienschaffender und dann ist man selbstständig und dann bleibt eben auch keine Zeit für großartig noch irgendwas nebenbei. Also YouTube ist tatsächlich was, gerade wenn man es auf professioneller Ebene betreibt,
sehr, sehr, sehr viel Zeit frisst. Aber das weiß jeder, der in der Medienbranche arbeitet. Und was Flo noch zu sagen hat zum Rechtspopulismus, zur Verfassung, zur Bundesregierung, zur Welt an sich, das müssen Sie dann alles nachlesen in diesem Buch. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke. Le Floyd. Wir bleiben noch kurz.